Hi, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Alle, die mein letztes Video zu meinem neuen Smartphone gesehen haben, wissen, ich war eine Woche lang auf Kreuzfahrt und deswegen, ja, konnte ich jetzt keine Videos machen. Witzigerweise habe ich aber kurz davor noch zwei Travel-Gadgets zugesandt bekommen, natürlich Technik. Und ich würde sagen, ich schaue das Ganze jetzt mal mit euch gemeinsam zusammen an, wie gut die Produkte sind. Ich hatte sie beide auf meiner Kreuzfahrt dabei, habe sie eine Woche getestet und kann euch gleich mal sagen, ob sich die Teile lohnen oder nicht. Viel Spaß! Ja, ich würde sagen, beginnen tun wir mal mit diesem Gerät hier. Was ist das Ganze? Es ist ein Multi-Hub der Firma Quack Quack. Ist der bestbewertetste in seiner Kategorie mit USB 3.0. Ich finde das Ganze super praktisch, denn ihr habt hier unglaublich viele Anschlussmöglichkeiten. Für wen lohnt sich so ein Gerät? Also erstmal natürlich für alle neuen MacBook-Besitzer, Chromebook-Besitzer oder auch Surfacebook, meine ich genau. Die haben nämlich alle nur noch diesen USB-Typ-C-Ausgang. Was heißt nur noch? Eigentlich ist es ja gut, es ist die Zukunft, es sollte auch so sein, aber es ist einfach noch nicht standardmäßig durchgesetzt. Trotzdem hat jeder von euch natürlich, der auch so ein Gerät besitzt, noch alte Geräte mit USB-Anschluss oder eben ihr wollt noch einen SD-Kartenanschluss haben oder und so weiter. Deswegen gibt es diesen Hub. Welche Anschlüsse hat der Hub alles? Also er hat hier dreimal USB 3.0, einen HDMI-Port. Der HDMI-Port unterstützt sogar die 4K-Videoübertragung. Super cool. Vorne einen LAN-Anschluss. Extrem wichtig, finde ich, denn ihr seht es auch schon hier. Ich habe hier auch noch ein kleines Netbook liegen. Das ist mein Reise-Netbook und ja, ist einfach zu dünn, sage ich mal, dafür. Ihr seht es, kein LAN-Port vorhanden und mit diesem Gerät habe ich hier einfach direkt einen LAN-Port. Habe ich auch direkt genutzt auf der Reise. Ich hatte sogar einen LAN-Anschluss im Zimmer. Echt cool. Und ja, was haben wir hier noch auf der anderen Seite? Einmal einen normalen SD-Karten-Slot und einen Micro-SD-Karten-Slot. Gerade für Leute wie mich, die gerne fotografieren und deswegen ja bei der Kamera immer mit SD-Karten arbeiten müssen. Super praktisch. Was ist noch cool an dem Gerät? Ihr könnt es direkt, wenn ihr ein Smartphone mit USB 3.0 habt, ihr seht es hier gerade mal eingeblendet, könnt ihr es einfach reinstecken, die SD-Karte der Kamera ja auch reinstecken. Und schon könnt ihr auf dem Smartphone direkt auf eure geschossenen Bilder zugreifen. Klar, die meisten Kameras heutzutage haben auch die WLAN-Funktion, um es direkt zu übertragen. Trotzdem finde ich das alles sehr umständlich. Da stecke ich doch lieber einfach kurz die Karte hier rein und kann mir die Teile rüberziehen, auch viel schneller. Extrem cool, wenn man gerade mal irgendwie sehen will, wie die Bilder rausgekommen sind, denn auf dem Screen der Kamera ist es doch meistens nicht so gut möglich. Außerdem habt ihr hier noch eine kleine Ladebox. Das heißt, wenn ihr nur einen USB-Typ-C-Ausgang an eurem Gerät habt, könnt ihr trotzdem den Hub einstecken und hier dann sozusagen euer Smartphone noch laden oder eben ja, das jeweilige Gerät per USB-Typ-C laden. Extrem praktisch und auf jeden Fall empfehlenswert, gerade für Leute, die eines der neuen, würde ich mal sagen, MacBooks oder eben dieser Laptops, die ich angesprochen habe, besitzen, denn wer nur USB-Typ-C hat als Anschlussmöglichkeit, wird sehr schnell merken, dass es einfach nicht ausreicht. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe es meistens, wie gesagt, für Smartphone-Bilderübertragung direkt genommen oder eben auch für dieses Netbook. Ich habe mir hier noch so einen kleinen Adapter für 6-7 Euro dazu gekauft, denn meiner hatte jetzt leider noch keinen USB-Typ-C. Damit konnte ich das Ganze aber einfach verbinden und dann per USB reinstecken und sozusagen noch als kleine Erweiterung ja, mit LAN noch verwenden. Ist natürlich jetzt nicht direkt so gedacht mit dem USB-Adapter, ist ja irgendwie sinnlos wieder. Deswegen habe ich es hauptsächlich für mein Smartphone verwendet, aber dafür eben trotzdem ein kleiner cooler Nebeneffekt, doch noch LAN an dem Teil zu haben. Sehr empfehlenswert, wie ich sagen würde, und extrem hochwertig verarbeitet. Kommen wir mal zum nächsten Produkt. Das nächste Produkt, wie ihr es hier schon liegen seht, ist diese kleine Powerbank. Was macht die Powerbank so besonders? Also erstmal schauen wir uns die Specs an. Es hat eine Kapazität von 5000 mAh, ist jetzt erstmal wenig, würde ich sagen, denn mein Handy hat allein schon eine Kapazität von 3080 mAh, heißt es sind nicht mal zwei volle Akkuladungen. Aber so ist das Gerät auch nicht gedacht, denn ihr seht es schon hier angedeutet, es hat einen Hub für die Apple Watch noch zum Laden drauf. Extrem cool, ihr könnt sozusagen eure Apple Watch und euer Smartphone gleichzeitig laden. Wir öffnen das Ganze einfach mal. Ja, was bekommen wir hier noch mit in der Box? Also einmal natürlich die Powerbank selbst und noch ein kleines Ladekabel. Ganz normal Micro-USB, ist ja jetzt auch nicht schlimm, dass hier kein USB-Typ-C verwendet wird, denn es ist ja auch nur zum Aufladen da. Und ja, sonst ist hier nichts drin.
So könnt ihr praktisch einmal hier per USB euer Smartphone einstecken, hier per USB, per Micro-USB wird die Powerbank geladen und hier oben könnt ihr dann noch gleichzeitig eure Apple Watch laden. War für mich jetzt nicht ganz so sinnvoll, allerdings war ich mit einem Kumpel zusammen auf dieser Kreuzfahrt und der hat tatsächlich iPhone und Apple Watch und somit konnte er das Ganze nutzen. Ich habe ihm schon gesagt, ich nehme das Ding mit, er musste nicht sein Ladegerät bzw. seinen kleinen Adapter da für die Apple Watch mitnehmen. Finde ich auf jeden Fall extrem praktisch, gerade wenn man sowas mal im Auto immer hat oder so, denn, also natürlich nur für Leute, die eine Apple Watch nutzen, denn wer hat schon immer diesen Ladeadapter dabei und manchmal braucht man vielleicht doch noch Akku für die Apple Watch, deswegen empfehlenswert. Außerdem könnt ihr natürlich das Gerät dann einschalten, habt hier per Ladestatus per 4 verschiedene LEDs sozusagen ja, die Kapazität noch angezeigt, wie viel vorhanden ist und das ganze Gerät wirkt auch sehr solide verarbeitet. Was haltet ihr von solchen kleinen Travel-Gadgets, gerade im Technikbereich? Ich finde es super praktisch, erleichtern einem auf jeden Fall das Reisen. Trotzdem muss man natürlich beim Reisen immer gucken, wie viel Gewicht nimmt man mit und so weiter. Deswegen schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr von den Geräten haltet. Ich fand es echt empfehlenswert. Wie gesagt, hier die Powerbank würde ich nur Leuten empfehlen, die auch wirklich eine Apple Watch haben. Sonst würde ich natürlich zu einer Powerbank mit mehr Kapazität greifen. Und den USB-Typ-C-Hub, den kann ich allen getrost empfehlen, die entweder ein Handy mit USB-Typ-C haben oder eins der neuen Geräte, der neuen Laptops, die eben nur noch USB-Typ-C als Anschlussmöglichkeit bieten. Ich würde mich riesig über ein Like und ein Abo freuen, denn dann verpasst ihr auch keine neuen Videos mehr rund um das Thema Smart Home und Technik auf diesem Kanal. Außerdem, falls ihr noch nicht Teil meiner Facebook-Community seid, in der ihr persönlich mit mir Kontakt aufnehmen könnt, Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao!